Willkommen zurück. Ja, jetzt habe ich alle Updates installiert und nicht neu gestartet und ich hoffe, es funktioniert jetzt trotzdem. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Hoffentlich diesmal fehlerfrei. Naja, nichtsdestotrotz liefen die letzten beiden Spiele ja erfolgreich, was ja auch ein wenig für das Deck spricht und meiner Spielweise. Von daher gehe ich recht zuversichtlich ins nächste Match. So, wir spielen gegen einen Hexer. Der Hexer hat keine Waffen, keine Geheimnisse. Er hat nur, in Anführungsstrichen... Oh, das ist ja eine sehr geile Starthand mit den beiden Schlägen. Ja, der Hexer, der hat nur, in Anführungsstrichen, was ich sagte, vier Board-Clear-Karten. Und zwar einmal das Heulenfeuer bei 4 Mana, das macht 3 Schaden, aber auf alle. Dann die Schattenflamme, wo er mit 4 Mana einen Diener anklicken kann und der Schaden von dem Diener geht dann auf die Gegner. Dann hat er diese Schreckenhöllenbestie, die beim Ausspielen einen Schaden auf alle macht. Das ist eine 6-6er-Kreatur. Und er hat den Wirbelnden Nether. Das ist eine epische Karte, wenn ich mich nicht täusche. Die macht für 8 Mana alle tot. Oder überlebt da einer? Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ja, die habe ich gebraucht. Hab gehofft, dass die Zauberschaden das Totem kommt. Ah ne, und dann wollte ich diesen Splitschlag machen, damit die auch beide treffen. Sehr gut. Also von meiner Seite aus ein perfekter Start. Nur ja, eine Karte jetzt gegen zwei getauscht, ist schon okay. Ja, den Wichtel. Ich halte nicht mehr viel von dem Wichtel, muss ich sagen. Ja, jetzt kann ich nichts machen. Ja, der Wichtel war früher mal gut. Ja, also meiner Meinung nach wurde er zu doll genervt. Er verteilt hat an einem zufälligen ein Leben. Und ja, weiß nicht. Hat er nicht mal einen Angriff mehr? Weiß nicht, das ist schon ein bisschen schwach. Jetzt werde ich auf jeden Fall die Karte wegnehmen, weil die zaubert mir sonst so viele 1-1er. Und zusätzlich werde ich die anderen beiden noch wegnehmen. Joa, ich kann genau nichts machen. Beziehungsweise doch. Das werde ich auch machen. Diese Karte spart ihn halt jede Runde ein Mana. Und auf Dauer ist sie schon ziemlich stark, muss ich sagen. So, jetzt kann ich diese Runde endlich wieder normale Karten spielen. Was mache ich? Das ist eine gute Frage. Ja. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht den Gewittersturm spielen. Den werde ich mir für nächste Runde aufbewahren. Und ich werde jetzt diese Runde den Schicksalshammer ausspielen. Oder den Spotter. Weiß ich auch noch nicht. Gute Frage. Ja, ich überlege jetzt gerade, wenn ich jetzt den Spotter spiele und wenn er dann jetzt noch vielleicht noch ein, zwei Diener liegt, legt, dass ich danach lieber meinen Gewittersturm ausspiele. Gute Frage. So macht er mir halt 5 Schaden.
Ich lege den Spotter in der Hoffnung, dass er jetzt trotzdem ein paar Diener ausspielt und mich nicht angreift. Okay, er wird mich doch angreifen. Okay. Was kann man da machen? Die Karte ist eigentlich perfekt. Die Wahrheit ist mein Schild. Du bekommst da jetzt nicht weg. Er hat einen Mana-Kristall jetzt weniger. Zumindest bis zur 10. Runde. Und... ja, ich habe noch drei kleine Minions, die ich gleich mit einmal legen könnte. Ja, ich weiß nicht, wie er das handhabt, weil er könnte ja auch dieses Höllenfeuer haben, was drei Schaden macht an jedem. Wäre es natürlich schade, wenn ich die jetzt lege und nächste Runde weg sind. Wobei Höllenfeuer geht erst mit... ne, es geht ja schon mit 4 Mana. Super. Ja, witzig, das geht ja nicht. Wir müssen jetzt beide opfern, um... oh, der Tausch war eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Tja, jetzt nur die Frage, was mache ich gegen den? Ich hoffe, ich kriege noch eine Karte jetzt. Jawohl, das ist die Karte, die ich brauchte. Dann lege ich noch den und werde den jetzt erstmal in Frosch verwandeln. Ja, ich muss mal sehen, dass ich noch Karten ziehe. Wow. Das ist natürlich scheiße, die Karte jetzt für mich. Na, wie geil. Die Karte kommt ja gerade richtig. Die Frage ist jetzt nur, was mache ich? Ich mache die auf jeden Fall weg. Greif den Helden an. Und Frosch die jetzt auf jeden Fall, weil die neuen Schaden wären schade. Dann hätte ich noch 6 Punkte über, dann würde ich vielleicht... so, wird mal Zeit, dass ich so eine Mana-Flut-Totem-Karte bekomme. Ich habe jetzt quasi 6 Karten mit meiner Waffe insgesamt. Er hat 1, er hat 7, na gut. Auch nicht so viel weniger, nur mehr. Gut, jetzt hat er noch eine Karte bekommen. Spätestens jetzt führt er mit Karten. Mein Schild für Argus. Ja, sauber. Jetzt werde ich... ich würde den Gewittersturm machen wollen. Die Karte legen wollen. Das sind das 6. Habe noch 2 über. Könnte ich eigentlich noch... oh komm, lass ihn 6, 3 machen. Nein, fuck. Was mache ich jetzt? Er könnte meinen Diener kaputt machen. Aber mein Erdschock will ich auch noch nicht spielen. Deswegen greife ich ihn so an.
So, jetzt habe ich mit meiner Flut heute draußen. Ah, ne, Rakros, der ist gut. Wenn nichts dazwischen kommt, spiele ich die nächste Runde. Ich weiß es aber ja noch nicht. Es ist immer abhängig, was gerade bei ihm für Karten liegen. Okay. Also wird gleich irgendein Dämon kommen. Ja. Auch gut. Ich hätte mir jetzt zwar eine bessere Karte gewünscht, aber... Naja. Okay. Oh, ich werde jetzt einfach mal Ragnaros spielen. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass er den Tank wegmacht. Mir wäre es natürlich lieber, er würde den Helden angreifen. Aber, na gut, hat er nicht gemacht. Ist okay. Nur wenn er den jetzt wegmacht, bin ich ein bisschen hinterher. Beziehungsweise, ich habe jetzt ja immer noch 5 insgesamt mit meiner Waffe. Ich habe noch 5 Karten vorhanden. Ich frage mich, ob... Mal sehen. Das war 6. Kann ich Bedarf würfeln? Die werde ich auch gleich jetzt... Ja, er will jetzt natürlich so viele Karten wie möglich legen. Ich werde jetzt aber... hoffen, dass ich einen Zaubermacht-Totem bekomme. Was ich nicht bekommen habe, okay. Ich werde jetzt auf jeden Fall diese Karte rausnehmen mit meinem Erdschock-Totem. Und er bekommt dadurch auch keine Karte, weil ich es erst zu Schweigen bringe und dann umbringe. So, jetzt die Frage, was mache ich? Ich könnte... Also ich könnte mit meinem Gewittersturm 2 oder 3 Schaden machen. Im schlimmsten Fall mache ich 2 Schaden, muss 2-mal auf ihn hauen. Ja, dann habe ich noch 10. Ich mach's einfach mal. Ich hoffe einfach, dass er 3 schafft. Ja, was mir auch nichts bringt. 2 Mal muss ich auf jeden Fall drauf. Ach ne, gar nicht. Ha, verrechnet. Super. Muss ich nur einmal. Und dann lege ich meine anderen beiden noch. Ah, Erdschaub ist gut. Und mein Ragnaros schießt direkt auf seinen Helden. Das heißt, er hat noch 4 Leben. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Ah, dann bekomme ich auf jeden Fall schon mal eine Karte. Das war sehr gut. Und auch eine mächtige Karte, das ist sehr, sehr, sehr gut. Ist nur die Frage, was macht er jetzt? Ah, okay. Das würde ihm im schlimmsten Falle nicht weiterhelfen. Ne, und damit hat er verloren. Sehr, sehr geil. Gut gespielt. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Diesmal ohne Fehler. Also Fehler im Sinne von Grafikfehler. Na, ihr wisst, was ich meine. Jetzt bin ich bei 20. Und ich weiß noch nicht, ob ich jetzt direkt weiterspiele oder morgen. Muss ich nochmal sehen. Aber vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim nächsten Mal. Tschüss.